Hallo und willkommen zurück zu They Are Billions. Wir sind weiter hier bei der Villa des Schreckens und werden hier, ja, das sind eine ganze Menge von Harpien, die wir hier erledigen müssen und Schwabbels. Das ist auf jeden Fall noch ordentlich Arbeit, die wir da vor uns haben. Wir müssen jetzt aber erstmal gucken, dass wir in einem Tag die Verteidigung hier aufgebaut bekommen. Das ist schon ein bisschen knapp jetzt. Wir sind jetzt die... die Türme müssten wir ja eigentlich schon bauen können. Genau, aber dafür brauchen wir Arbeiter. Oh, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Das ist natürlich ungünstig. Okay, dann müssen wir noch weiter Häuser bauen. Okay. Dann sollten wir auch erstmal keine weiteren... Ja, es sind auch keine Kolonisten drin. Sollten wir keine weiteren Soldaten bauen, denn die würden dazu führen, dass wir... So, das ist fertig. Die würden dazu führen, dass wir die Türme nicht mehr bauen können. Das wäre natürlich nicht so gut. Kein Gold mehr. Da kommt der Zug. Da kommen eine ganze Menge Harpyen an. Okay, okay, okay. So. Dann bauen wir... Ja, wir müssen aber auch Strom noch bauen, denn... Wir bauen den jetzt schon mal dahin. Und dann gucken wir mal, dass wir hier irgendwo noch Strom hinsetzen. Üpf. Dahin. Und jetzt haben wir dafür auch kein Geld mehr. Okay. Wir hätten jedenfalls wieder ein paar Arbeiter noch über. Wir sollten wahrscheinlich noch ein Stromdingen jetzt bauen. Ist natürlich hier mit den mit der Positionierung ein bisschen dämlich. Dahin. Ja. Und was wir hier sicherlich schon machen, das ist so, glaube ich, in Ordnung. Vielleicht sollten wir das nach da unten mal noch erkunden, ob wir nur nach oben bauen müssen. Die kommen da... Oh nein, die kommen da jetzt wahrscheinlich bald nicht mehr klar, wenn das weiter so geht. Okay, dann machen wir das so und den einen schicken wir hier runter zum Erkunden. Naja, okay. Das heißt, idealerweise sollten wir das da ein bisschen anders machen. Aber wir haben da eben schon Probleme, so ein bisschen da durchzukommen überhaupt. Das könnte jetzt mit dem Zeitfaktor noch ein Problem werden. Ah, okay, das ist auch offen. Dann funktioniert das so nicht. Mhm.
Mühle ist fertig. Das Ding ist gleich fertig. Aber wenn die eben von rechts kommen, dann nutzt uns das da natürlich nicht so viel. Wir sind jetzt schon am Tag des Angriffs quasi. Also das mit dem Stein, eine Steinwand zu bauen, kann ich hier auf jeden Fall vergessen. Wir können nur einen Turm bauen. Und wenn uns aber von Norden, ja, danke, das sagt mir jetzt mal gar nichts. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das müssen wir quasi auf dem letzten Meter dann machen. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir die Türme fertig bekommen. Hier sollten wir vielleicht einfach mal eine doppelte Holzwand bauen. Die kann nicht schaden. So. Any orders? Holz sollten wir schnell bekommen. So. Und hier. Ach so, Moment. Dann hätten wir die ja noch über. Ja, bauen wir da einen davon hin. Und die sollten wir jetzt auch dort bauen. Ich vermute mal, dass die nicht hier lang laufen werden, sondern da lang. Aber das ist natürlich auch geraten. Dafür mal kein Holz mehr. Okay, sollten wir das nach unten sichern? Ich denke, das können wir so auch schon quasi lassen, wie es ist. Wenn wir so einen Turm bauen, da bräuchten wir ein bisschen Holz für. Okay. Die könnten wir eben... Da stehen natürlich jetzt auch Zombies rum. Jetzt hätten wir keinen Stein, aber das bekommen wir ja schnell wieder rein. Damit hätten wir aber zumindest schon mal das Ding fertig. Da ist keine Energieversorgung. Okay, dann müssen wir den da bauen. Ja, der hat uns noch mal ein bisschen was an Ressourcen gebracht. Dann bauen wir nur zur Sicherheit, und die ziehen wir mal gerade rein, hier unten eine Holzwand entlang, dass da sich keiner vorbei mogeln kann. Ich glaube aber nicht, dass die da überhaupt entlang kommen werden. Und die scheinen von links oben zu kommen. Also wird hier wahrscheinlich dann niemand sein. Das heißt, da werde ich jetzt auch keine großartige weitere Deckung bauen. Und stattdessen
nur hier noch weitere, ja, Geschütze. So. Dann ziehen wir von denen auch die meisten ab. Na, nehmen wir die auch noch mit. So. Ihr kommt dann alle hier rüber. Dann bauen wir... Ah, das ist so oder so alles ungünstig. Bauen wir den dahin. Und bessern die vordere Reihe in Stein aus, wenn wir dann neue Steine bekommen. Jetzt hätten wir auch schon wieder keine Arbeiter mehr. Naja, die kommen auf jeden Fall alle auf die linke Seite runter. Da können wir keine weiteren Leute mehr bauen. Das jetzt in Stein noch zu upgraden, ist das Einzige, was wir zusätzlich machen können. Oder weitere Holzwände bauen, das ginge natürlich auch. So. Kann aber dazu führen, dass die Gegner sich besser vorher ansammeln können, bevor die dann auf die Barriere einprasseln. Ich nehme mal an, dass hier mehr benötigt werden. Da wird wahrscheinlich keiner reinkommen. So, ja, Steinmauern. Dummerweise können wir jetzt auch mit dem Geld... Ah, doch, wir könnten die irgendeine Steinforschung erledigen mit dem Geld. Ein Kraftwerk durch das Verbrennen, das wollen wir nicht. Wir können aber eine Bank bauen. Da kommen sie. Piu, piu, piu. Und ja, wie gedacht, die laufen hier alle auf die linke Seite und hier kommt niemand. Dann schicken wir die auch rüber. Bringt natürlich jetzt auch nochmal haufenweise Geld. Da ist die Forschung schon wieder abgeschlossen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir die Gießerei noch für irgendwas brauchen. Ich kann... Ne, das macht keinen Sinn, die zu erforschen. Wir bauen einfach mal ein paar Häuser aus. Man hat gehört, dass da auch Venoms bei sind. Oh! Okay, da sind auch ein paar, aber das ist jetzt... Okay. Nicht wirklich relevant. Gut. Naja, da ist auch noch ein großer bei gewesen. Das ist auf jeden Fall schon eine gemischtere Gruppe. Wir nehmen die, setzen die hier rüber und werden dann da so ein bisschen... Ah! Das war falsch. Wollte ich abreißen. So, die werden jetzt da rüber gehen. Genau. Und dann werden wir hier...
Wenn wir da ein bisschen weitermachen, wir müssen da mal reparieren. Arbeiter. Ja, wir müssten vor allen Dingen die Häuser ausbauen. Was aber nicht geht, weil wir keine Steine mehr haben. Ja, ist gerade ein bisschen blöd, weil wir wirklich nichts erledigen können. Die Steine sind schon ganz gut da oben. Das hier ist eigentlich Quatsch, den ich auch nicht reparieren brauchen. Wir müssen auf jeden Fall uns in das Gebiet hier vortasten. Wir bräuchten den Zug für die neuen Häuser. Der müsste jetzt auch ankommen. Okay, dann warten wir das Stück noch. Ich erforsche jetzt mal die Gießerei, weil wir einfach zu viel haben. Wo bleibt der Zug? Da kommt er. So, bringt Kohle. Und dann sollten wir auf jeden Fall erstmal Häuser upgraden, damit wir mehr Arbeiter beim nächsten Zug bekommen. Mehr geht aber jetzt auch schon nicht. Haben wir keine Steine mehr. Aber dann können wir hier uns weiter vorarbeiten mit dem Kram. Wir können das Gebiet hier schon mal ausfüllen. Hier lassen sich dann auch entsprechend weitere Farmen draufbauen. Und damit haben wir jetzt wieder keine Arbeiter mehr. Okay. Da ist schon eine ganze Menge auf der rechten Seite. Ja, Gießerei ist fertig, aber die können wir weder bauen noch was mit ihr anstellen. Wir könnten halt hier, das macht aber alles überhaupt keinen Sinn. Wir können schlussendlich nichts ohne Arbeiter bauen. Und wir bräuchten Steine. Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Dann kaufen wir ein paar Steine. Einfach um unsere Ressourcen hier leer zu bekommen. Es macht ja auch keinen Sinn, wenn die dann verschwinden. Jetzt hätten wir zu wenig Nahrung und für. Ah, für die braucht man auch keine Arbeiter. Okay. Aber das sollte ja so passen dann. Dann machen wir hier erstmal. Da noch eine Farm hin. Da hätten wir kein Material. Okay. Und hier oben können wir eben dann auch noch Farmen hinbauen. Das funktioniert hier. So, der ist durch. Dann. Naja, wollen wir denn dahin? Jetzt fehlt wieder Holz. Mich wundert ein bisschen, dass die hier von rechts unten kommen. So, die nächste Farm. Da könnten wir eventuell sogar zwei hinsetzen, wenn wir die oben. Mal wenn ich den dahin baue. Genau, dann könnte man da noch eine bauen. Die würde zumindest noch 24 bringen, was ja
Mehr ist als nix. Und hier von der rechten Seite aus könnten wir auch schon mal Farmen bauen. Dieses nächste Gebäude, nee, das wird dann die Gießerei sein, für die, die wir brauchen, für die großen Sachen, aber die kann ich jetzt auch noch nicht bauen. Oh, 40 Arbeiter für. Ja. Also wir müssen erst so mit den kleinen. Ich weiß auch nicht, ob man die Farmen dann ausbauen kann. Das werden wir uns dann alles noch angucken müssen. Moment haben wir sowieso keine Arbeiter, um das hier hinzusetzen, aber brauchen wir sowieso nicht viel von. Machen wir den da. Oder? Da oben wird dann natürlich auch was verschwendet. Ich weiß nicht, wie viel wir da auf die andere Seite noch bekommen. Ist jetzt von da aus ein bisschen schwer abzuschätzen. Naja, das gefällt mir auch nicht. Wir warten mal gerade, bevor wir da noch mehr bauen. Und wenn wir von der Seite kommen. Wär schön, wenn die noch fertig werden würden. Ja, wunderbar. Damit bekommen wir nochmal eine Ecke mehr Arbeiter. Genau, und damit können wir jetzt hier auch schön wieder weiter ausbreiten. Das sieht zwar ein bisschen blöd aus, das sollte aber funktionieren. Und das hier ganz ähnlich. Ist dann frei? Ich glaube nicht. Und dann müssen wir wahrscheinlich da unten noch einen hinsetzen. Und hier müssen wir uns die Steine krallen. So, hier ist es still geworden. Okay, also sie können theoretisch dann auch von Süden kommen. Das hier ist offen, leider. Das heißt, das müssten wir auch dann abdecken. Die Spule ist fertig. Dann bauen wir weitere Farmen. Möglichst nah da oben dran. Da können wir aber dummerweise nicht noch eine hinsetzen. Dann sollten wir die vielleicht sogar noch näher dran bauen. Hier. Wieso ist denn das Gebiet jetzt da? Die hatte ich doch eben hier hingesetzt. Ne, hatte ich da hingesetzt. Okay. Da geht keiner hin. Da glaube ich aber schon. Also werden wir da noch eine. Machen wir den dahin. Und ja, dafür bräuchten wir auch noch ein Stück mehr.
Dann würden wir den da hinsetzen. Oder aber die auch wieder ein Stück weiter nach oben, wenn ich das jetzt so, dann würde der auch noch mehr bekommen, ja. Das sollte so ganz gut funktionieren. Also die sind hier unten fertig. Dann müssten wir uns da auch noch mal weiter vorarbeiten. Jetzt brauchen wir tatsächlich mehr Holz. Da haben wir noch eine. Ich meine, da könnten wir theoretisch auch statt einer Farm so ein Holzding hinbauen. Aber ich glaube, das macht keinen wahnsinnig großen Sinn. Das war jetzt der Plan, da hinzubauen. Dann hätten wir hier... Ah, okay, da ist die Ecke noch mit drin. Das geht nicht. Wir könnten den da hinbauen. Das sind 16, das ist aber auch blöd. Das sind sogar 24. Also der macht hier keinen Sinn. Dann müssen wir den... Dann setzen wir den hier auf die 60. Und dann können wir da oben noch ein Sägewerk hinbauen. Da ist es auch offen. Dann müssen wir mal da... Wir sammeln uns erstmal da. Okay, dann weiter Häuser. Achso, Energie fehlt jetzt. So. Nahrung hätten wir jetzt erstmal. So, dann bauen wir einen Steinbruch, der bringt hier 5. Ja, dann fangen wir mal mit an, dann können wir da aber noch mehr bauen. Und da werden wir wahrscheinlich, ja, da sieht man, wie die schon einzeln loslaufen. Die wären zumindest da alle recht fix zu Veteranen. Okay, dann bauen wir... Da haben wir immer noch kein Zeug für. Wir haben auch keine Arbeiter mehr. Weil wir können die Buden wieder ausbauen. Mhm. Da kommt der Zug. Da unten kommen auch welche angedackelt. Come on.
Okay, dann müsste ich einen mal da stehen lassen, damit er das in die Richtung weiter, naja, bewacht. So, wo bauen wir da das nächste hin? 7, aber wir können auch hier einen 5er bauen, dann könnten wir hier noch einen hinsetzen. Mhm. Damit blockieren wir dort nichts. Müssen wir mal schauen. Jetzt werden wir erstmal weiter Häuser ausbauen. Und ja, das hier müssten wir natürlich auch eigentlich nach oben verschieben. Ja. Ja, Steine sind gerade das Problem. Wobei ich natürlich auch sehr früh jetzt Steinhäuser gebaut habe. Order, Sir. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Das Ding ist fertig und der Turm ist fertig. So. Wir haben genug, um jetzt. Sagen wir einfach mal, wir würden den. Der effizienteste wäre jetzt hier. Dann könnten wir einen 2 bauen, der würde mit 4 bauen. Das war nicht so super. Das sind 7, das sind 6. Aber hier könnten wir statt dem 2er dann einen 4er bauen. Und das ist schon ganz ordentlich. Und dann werden wir schauen, dass wir da nach oben eine Verteidigung bauen. Ja, das macht. Wahrscheinlich müssen wir hier 2 Verteidigungen hinbauen. Eine Verteidigung nach unten und nochmal eine nach rechts. Das sind natürlich dann mehr Ressourcen, die wir verbrauchen, aber das ist deutlich sicherer, glaube ich. Ist bloß jetzt für den Anfang halt ja eine große Investition. Ja, die können auf jeden Fall mal weiter da die Gegner abfließen lassen. So. Commander, at your service. Any orders? Do you need me? So. Nur um das da vorerst ein bisschen zu sichern. Oh, da kommen ein paar mehr. Naja gut, aber die Türme werden mit denen natürlich keine Probleme haben. Mhm. Und da bräuchte man natürlich wieder haufenweise Steine, um da passende Mauern zu bauen. Ja. Mhm. They are trying to break through. Attention. Building completed. Dann gucken wir jetzt mal, dass wir dieses Lager bauen. Und theoretisch die Bank, aber da brauchen wir auch überall Steine für. Aber machen wir erstmal das Lager, weil wir damit ja die Steinproduktion nochmal ankurbeln.
Na, das kriegen wir nicht ganz nach oben abgeschlossen. Da schon. Okay. Und das hier passt auch. Gut, gut. Aber man kann sehen, dass hier unten die Harpyen schon abgezogen sind. Und da kommen die Zombies durch. Das sollte eigentlich soweit alles ganz gut funktionieren. Wir haben ja genug Zeug jetzt, Material. Dann bauen wir das Lager. Lagerhalle. Wir bräuchten eigentlich zwei. Einmal die, um die Steine zu verbessern und einmal um die anderen da hinten zu verbessern. Und wir könnten das Eisen da oben auch noch verbessern, aber da weiß ich nicht, ob es das wert ist. Und wir sollten das möglichst weit rechts bauen, um da nicht im Weg zu stehen. Also, etwa genau da. So. Ja, ist auch nicht ganz. Ah, doch, das müsste soweit passen. Dann könnten wir hier nochmal eine doppelte Reihe von Häusern hinsetzen. Die würde die rechte Seite nicht davon profitieren, aber das würde schon gehen. Und dann müssten wir natürlich das hier alles irgendwie absichern. Fangen wir mal mit der oberen Seite an. Also da müssten wir eine riesige Steinmauer durchziehen. Da können wir ein Tor machen. Ja, nicht genug Material. Ich gehe sowieso davon aus, dass die eben dann da nicht hinlaufen werden. Okay, Zeit, um Steine zu kaufen. Wir haben halt von den anderen Ressourcen zu viel. Und dann bauen wir. Ja, wir müssen das hier natürlich auch alles mit Steinen jetzt. Oder zumindest irgendwie. Keine Energieversorgung, das ist doch noch zu knapp da. Aber das passt. Dann machen wir das dort. Okay. Brutzel. Mehr Steine bitte. Ja. Au, okay, da steht ein Patty vor. Naja, das sollten wir natürlich auch weiter ausbessern hier, aber für den Moment sollte das, denke ich, so passen. Ja, und da unten müssen wir auch noch eine Steinreihe bauen. Wenn der Angriff denn von Süden kommt. So. So. Also das hätten wir hier
Oh, oh, oh. Ja, gut, aber die... Das verursacht natürlich jetzt so viel Krach, dass wir die Harpyen mit anlocken. Ja, aber das passt alles. Gut, gut, dann bauen wir was? Wir müssen dieses Finanzdingen bauen. Die Bank bauen. Und hat die einen kleineren Bereich? Ja, der Bereich scheint kleiner zu sein. Wie viel bringt das denn dann noch hier? Wir könnten die da hinbauen, weil wir da sowieso nur eine Reihe hinsetzen würden. Ne, eigentlich zwei, aber ich glaube, das macht am meisten Sinn. Bauen wir da die Bank hin und eventuell dann nochmal eine zweite. Mhm. Und diese Gießerei, die müssten wir natürlich bauen. Kostet 40 Arbeiter, die haben wir noch nicht. Any orders? Our defenses are being attacked. Wurzel, okay, da sollten wir die Holzwände ausbauen. Das hat aber nicht funktioniert hier. Attention. Building completed. Zu der Aufrüstung zuerst repariert werden. Dann machen wir das doch. Attention. Building completed. Na, keine Steine mehr. Klunk. Wir haben eine Bank. Und wir haben keine Steine. Wandeln wir wieder um. Und dann müssten wir hier weiter erst noch die Restmauern updaten. Das hier kann weg. Wobei das ja jetzt auch eigentlich keine dauerhafte Verteidigung ist, sondern das auch später wieder abgerissen werden wird. Aber für den Moment muss das eben so passen. So, da hätten wir alles. Oh, das sieht ja cool aus. Mhm. Na gut. So. Dann würde ich ganz gerne die Gießerei bauen. 40 Energie, 40 Arbeiter, 50 Stein. Also die Energie, die müssen wir auf jeden Fall uns holen. Denn ohne die wird das hier auch mit weiterer Verteidigung erstmal nichts. Ist natürlich ein bisschen unschön, aber ich denke, das muss so. Und dann sollten wir hier dieses Eisen wohl auch noch abbauen. 7, dann könnten wir aber kein zweites bauen, oder? Haben wir keine Materialien, das bauen wir gleich, wenn ich das gescheit planen kann. So. Also wenn wir den da hinbauen, dann könnten wir hier... Doch, das ginge. Dann machen wir das so. Mhm. They are trying to break through.
Ah, das sind ein paar mehr. Is everything okay? Aber da hat sich die Mauer schon gelohnt, würde ich sagen. So, dann bauen wir die schnell wieder zu. Bam. Naja, eine Reihe ist natürlich jetzt auch noch nicht so super toll, aber das muss erstmal reichen. Die können da oben nochmal Gegner anlocken. Wir haben jetzt genug, aber wir haben keine Arbeiter. Da sollten wir die Hütten ausbauen. Damit hätten wir alles zu Steinhütten gemacht. Und dann sollten wir wahrscheinlich auch noch weitere Steinhütten bauen. Und das hier abreißen. Aber guck mal, fangen wir erstmal da unten an. So viel wie da denn hingeht. Da kommen die Harpyen schon raus und eine ganze Menge Kleinkram. Funktioniert aber ganz gut noch. Aha. Bauen wir weiter Häuser. Jo, mehr geht dann sowieso nicht. Haben leider immer noch nicht genug Bewohner, um da großartig ja noch irgendwas anderes bauen zu können. Ist fast still geworden da. Wir können schon mal wieder Farmen bauen. Ne, 16 sind das. Ja, genau, der machte keinen Sinn. Den hier müssen wir bauen. 48, da 56. Und da gab es auch so eine Situation, wo es keinen Sinn macht. Also müssen wir den möglichst gut platzieren. So. Ja, und mehr geht dann da auch nicht. Ja, das fließt ganz gut ab. Also wir sind halt mit so einer ganz kleinen Gruppe das schon ganz gut im Griff bekommen. Jawohl. Ja, die Arbeitskraft haben wir noch nicht. Was wir jetzt machen könnten, wäre da, wo wir wissen, dass... Genau, da kann sowieso dann später noch eine Wand vor. Aber da könnten wir jetzt
Türme hinbauen. Wie viel Zeit haben wir noch? Noch 2 Tage. Dann, na, bauen wir noch nicht noch einen Turm hin. Der eine muss jetzt erstmal reichen. Die müsste ich spontaner bauen, um das besser passender zu setzen. Oder mit längerer Planung. Dann würde ich halt genau in dem richtigen Abstand daneben was setzen. Ja, wir haben auf jeden Fall wieder eine Menge Geld. Damit könnten wir... Und Steine. Damit können wir erstmal wieder neue Häuser bauen. Und da müssten wir mal schauen, wo die denn überhaupt hingehen. Also das Ding muss weg. Und dann setzen wir die hier irgendwie neben da und da. Okay. Jetzt könnten wir entweder eine Reihe nach oben bauen. Oder eine Reihe nach links. Ich glaube, nach oben macht mehr Sinn. Also machen wir da eine kleine Lücke zwischen. Und wir bekommen wieder zu viel Geld. Dann wechseln wir das wieder in Steine ein. Und dann muss das Gebäude auch dran glauben. Und dann bauen wir hier auch nochmal Häuser hin. Noch eine Häuserreihe könnten wir da dann allerdings nicht bauen. Oder... wir machen da solche Reihen hin und da eine geradeaus durch. Da würden wir aber auch nicht... Na, doch, das könnte sogar... Ich weiß nicht, ob sich das mehr lohnen würde oder nicht. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich meine, schlussendlich macht es so oder so keinen Riesenunterschied. Oh, 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 das sind jetzt vielleicht ein bisschen viele. Okay, passt. Muss nur die Harpyen erstmal weg. Und theoretisch können wir dahinter sogar noch ein paar Häuser bauen, die dann aber natürlich nicht den Bonus bekommen. Aha. Wir haben jetzt auch genug Arbeitskraft. So. Bauen wir da irgendwo, wo es nicht stört. Ja, den. Okay, wir brauchen mehr Strom. Das ist eigentlich schon eine schlechte Position. Ich wollte eigentlich außerdem hier oben noch ein Sägewerk bauen. Dann haben wir da aber auch noch einen Spot, wo wir Strom hinsetzen können. Da hätten wir auch ein bisschen freien Platz. Dann setzt man das auch dazwischen. Und da bauen wir auch noch einen hin. So. Tag 26.
Ja, wir müssten natürlich irgendwann auch mal stärker noch Truppen produzieren, um da wirklich gegen vorgehen zu können. Na, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht reicht das sogar, aber solange wir da nur minimal immer dran rankommen, irgendwann müsste das ja leer sein. Aber gut, dann ist es jetzt hier erstmal Zeit wieder für einen Schnitt. Dann werden wir beim nächsten Mal den. Das sind jetzt nur langsame, da ankommen. Eine HP da oben. Ja. Alles in Ordnung. Das sind ein paar mehr, die werden aber verbrutzelt. Ja, machen wir hier erstmal wieder einen Schnitt und dann gucken wir beim nächsten Mal, dass wir die zweite Welle abwehren. Und dann müssen wir schauen, dass wir die Gießerei wahrscheinlich bauen. Und die. Eventuell verbesserte Gebäude bauen, also für Strom, die verbesserten Farmen. Mal gucken, ob wir die upgraden können oder ob wir die alle abreißen müssen, was ein bisschen unschön wäre, aber hier sehen wir dann. Also neue Folgen am Mund, dienstags, donnerstags und samstags. Also gerne auch den Kanal abonnieren, um da nichts zu verpassen. Ich danke fürs Zuschauen und sag ciao und bis zum nächsten Mal. Bye bye.